Willkommen zurück zu Kingdoms of Amalur Reckoning, Leute. Wir sind immer noch im Quest Stimmen der Toten und sollen jetzt zu Bizarane zurückkehren. Ich bin das letzte Mal wo zurückgelaufen, habe die Sachen eingesammelt, die noch einzusammeln waren. Und ja, jetzt wollen wir mal gucken, ob wir noch mehr hier zu tun kriegen, wie lange es dauert. Das ist toll, geht direkt los hier. So, ein Schuss und weg war er. Das finde ich immer gut. Ja, wir nehmen die komischen verstärkenden Bänder mit. Was habe ich hier noch das letzte Mal vergessen? Goldmünzen. Den Stab. Nee, ich hatte zwei Stäbe auch zuletzt, aber die habe ich ausprobiert und dachte, ich probiere es tatsächlich mal mit einem Stab zu kämpfen, weil die so cool waren, weil die cool aussehen und weil die coole Sachen können, aber... Irgendwie war es dann doch gar nicht so cool. Wahrscheinlich, weil ich einfach von meinen Fähigkeiten her dafür nicht so gut ausgebildet bin. Aber wenigstens habe ich es ausprobiert. Eigentlich wollte ich euch das zeigen, aber dann brauchte ich wieder Inventarplatz. Ja, das war die Geschichte. So, können wir da ein bisschen schneller hin? Das dauert mir hier wieder viel zu lange. So, da sind wir. Da ist er schon. Oder eher sie. Ja? Endlich. Endlich seid ihr zurückgekehrt. Vieles, vieles ist geschehen, während ihr fort wart. Das Haus wurde zerrissen. Nicht von den Tuata, sondern von uns selbst. Was ist passiert? Was geht hier vor? Das Haus hat rebelliert. Seine anderen Mitglieder marschieren gegen die Tuata. Ich fürchte, sie könnten Bizaran angegriffen haben. Ich glaube nicht, dass er tot ist, aber wir müssen ihm zu Hilfe kommen. Ich kann spüren, dass Saturnin uns beobachtet. Wenn niemand Bizaran beschützt... Warum hat das Haus rebelliert? Es wird euch schwerfallen, es zu verstehen. Aber es gibt viele, die in Bizaran nicht den wahren König unseres Hauses sehen. Obwohl viele Krieg gegen die Tuata führen wollten, hielt uns Bizaran zurück. Und während unser Haus um uns herum zerfiel, unternahm Bizaran nicht das Geringste. Ich will euch nicht anlügen. Auch wenn ich den Wert eurer Anwesenheit erkenne, hatten viele das Gefühl, eine Sterbliche zu uns zu holen, hätte die Grenze überschritten. Mit euch hat Bizaran seinen letzten Fehler begangen. Okay, wir müssen Bizaran helfen. Bizaran ist mir egal. Ja. Doch unglücklicherweise sind die Türen des Hauses von innen verriegelt. Ich bin in der Lage, einen Schattenschritt hindurch zu machen, aber ich fürchte, ihr als Sterbliche müsst einen längeren Toll. Weg nehmen. Geht durch die Hallen der Prüfung, aber seid gewarnt. In den Gängen treiben sich jetzt Bolgan herum. Saturnyn hat bereits damit begonnen, uns zu zermalmen. Ja, das lebt wohl. Kriegen wir schon hin. Und wir haben quasi weg. Wir haben ein, oh, ein gespaltenes Haus. Wir haben einen Stufenaufstieg. Stufenaufstiege sind immer schön. Was wollen wir denn mal machen? Schlösserkunde, Überzeugung. Überzeugung will ich mal wieder ein. Aufwerten. So. So, und dann brauche ich mehr Macht. Ich brauche mehr Macht. Definitiv brauche ich mehr Macht. Warum habe ich Harpune genommen? Das ist so Panne eigentlich. Und das Einzige, was wir brauchen, ist das hier. Und endlich haben wir auch dann etwas mehr Macht. Das finde ich super. Und hier haben wir auch zum Beispiel dann jetzt hier, was haben wir? Paralytische Gifte. Mit paralytischen Giften. Und dann können wir hier auch die Zauberkraft erhöhen, aber ich gehe jetzt mal ein bisschen auf Macht rein, weil wir ständig halt die Ausrüstung nicht anziehen können, weil mir die Macht fehlt. Und das finde ich blöd. Und deswegen mache ich jetzt dein drohender Tod, genau, eine Adrenalinwoge oder robuste Konstruktion ermöglicht es dir nahezu alles zu überleben, von Schwertwunden bis hin zu magischem Feuer. Finde ich auch super. Kann nicht schaden. Wir bleiben beim Waldläufer. Ich mag den Waldläufer. Waldläufer ist toll. So, Inventar. Konsumgut brauche ich nicht. Rüstung. Haben wir jetzt eine Kutte bekommen? Dazu fehlt mir aber die Zauberkraft. Das ist ja schön. Ja, nicht, dass ich jetzt gerade auf Macht gegangen bin. Aber okay. Toll. Wir hätten jetzt
coole neue Sachen zum Anziehen gehabt. Das finde ich scheiße. Oh, Menno. Menno. Gar nicht nervig. Okay, Quest. Ich habe den Haupteingang. Ja, ja, ja. Und das machen wir jetzt mal. So, wo muss ich denn dafür eigentlich hin? Mann, das wird ja spannend jetzt hier. Hallen der Prüfung. Da sollen wir wieder hin. Okay. Oh, oh. Ja, dann wollen wir mal, ne? Obwohl, nee, warte. Bevor ich das mache... Boah, das darf ich echt nicht vergessen. Sonst sind wir hier echt bald im Eimer. Gehen wir zu Billy. Wo ist er denn? Nach Kennerock. Und lassen unsere Sachen mal ein bisschen aufpimpen wieder, weil die waren irgendwie alle voll kaputt, als ich das letzte Mal gekämpft habe. Und das geht ja gar nicht. Mal abgesehen davon können wir dann gleich unseren Kram hier loswerden. Frisst zwar alles immer ein bisschen Zeit, aber ich weiß jetzt schon, dass wir den Platz brauchen. Deswegen packen wir mal diese Sorgengeschichte hier weg kurz. War hier nicht noch mehr? Kram. Nee, die lasse ich mal drinne. Das lasse ich auch drinne. Bin hier mit dem Schildkram bin ich irgendwie noch nicht so ganz. Ja, das hat auch Macht. 25 geht auch nicht. Gut. Wo ist denn der Typ? Da ist der Typ. Ja, wo haben wir ihn denn? Da ist eine Kiste. Wo ist der? Ach, der hämmert da rum. Das ist schön. Billy. Ich kann jetzt ja, nicht ja, aufhören. Ja, reparier mal. Alles, nichts. Alles geht anscheinend nicht. Dann, ich weiß nicht, benutzen wir den Bogen gerade? Was müssten wir denn mal? Guck mal hier, die Gamaschen, die Rüstung, die Kapuze. Das sind alles so Sachen, die unbedingt gemacht werden müssen. Chakrams sind auch immer wichtig. Alles, was halt geht. Okay, dann fehlen eigentlich nur noch die Handschuhe. Können. Das und somit bin ich wieder pleite. Es geht immer so schnell, aber bevor mir das jetzt ausfällt, mitten im Kampf, da habe ich auch keinen Bock zu. Und es ist mir doch sehr wichtig, dass ich mich zumindest auf meine Ausrüstung verlassen kann. Würde ich doch mal meinen, das war eine gute Idee. Jetzt gehen wir wieder zurück zu den Hallen der Prüfung. Bin gespannt, was hier auf uns zukommt. Schwierige Kämpfe nehme ich mal an. Wir hätten, wie gesagt, schon bessere Ausrüstung an, wenn ich mehr Zauberkraft und mehr Macht hätte. Aber das ändert sich ja vielleicht jetzt. Bei den nächsten Stufenaufstiegen geht's weiter. Oh, oh. Ja, nun beeil dich doch mal. Ach ja, und ich habe ja immer noch eine Krankheit auch. Juhu. Das lief doch gar nicht mal schlecht. Ein Aalblatt, okay, das lief nicht schlecht. Und ich soll jetzt wohin? Hier einen riesen Umweg gehen. Für wohin? Muss ich hier lang? Ich glaube, ich muss hier lang. Ja. Da, wo Gegner sind, da sind wir richtig. Okay. Du hast mich gesehen. Das ist ja schön. Läuft ja wie geschmiert. Und ich krieg auch wieder meine Kohle rein. Das ist toll. Geben und nehmen sozusagen. In einem anderen Sinne. So, weiter geht's, weiter geht's. Ich will weiterkommen. Lalalalalala. Da kommen ganz viele Freunde. Und ich habe gar keine Tränke, die hätte ich mir nochmal kaufen sollen.
Okay. Okay, der wird bestimmt sehen. Kann ich den... Warte mal. Eigentlich will ich viel lieber den anderen mir nehmen, wenn ich kann. Weil, aber... Scheiße. Die kriegen einen auch immer, selbst wenn man da so voll, ja, weggeht halt. Haha, hast du dir so gedacht? So, alles meins. Klopsi. Hast du dir so gedacht? Wo soll ich hin? Soll ich hier oben weiter? Oder laufe ich dann wieder falsch? Das würde mich nicht wundern. Ich brauche eine Karte. Und zwar eine da drinne. Okay, ich bin auf dem richtigen Weg, ne? Ja, ich bin auf dem richtigen Weg. Ich mit meinem Orientierungssinn. Die kommen gar nicht irgendwie weiter, ne? Finde ich gut. Oh, dann können wir ja hier stehen bleiben. So lange, wie es was wird. Er traut sich anscheinend nicht näher an mich heran. Aber irgendwie stirbt er auch nicht. Nimmt nicht so richtig Schaden. Mann, wenn der sein Schild nicht hätte, ne? Wenn du dein Schild nicht hättest. Es ist etwas eng hier. Genau. Mach's uns doch nicht so schwer. Krepier einfach. Habe ich mir fast gedacht, dass der noch was für mich übrig hat. So, ich laufe weiter. Das ist schön. Bogenschießen macht Spaß, vor allem wenn es so einfach funktioniert. Wie ist das jetzt eigentlich so mit unserem Inventar hier unten? Also ich meine, wir haben irgendwie ein paar Zauber gelernt, aber manchmal habe ich das Gefühl, naja, ich habe halt noch andere Zauber unten drin, aber wie kann ich die ändern? Das muss ich mich echt mal... Damit muss ich mich mal auseinandersetzen. Das habe ich schon mal gesagt und ich vergesse das immer. Ich glaube, wir kriegen das auch so erstmal hin. Aber es wäre trotzdem cool, vielleicht auf Dauer auch nochmal neu gelernte Sachen irgendwie mit ins Inventar zu bringen. Sich das anzueignen, kampftechnikmäßig. So, da sind wir. Ich weiß nicht, was kommt, deswegen speichere ich mal ab. Hey, ho. Sprech. Ihr seid gekommen, genau wie Taibri es gesagt hatte. Es ist gut, dass ihr es geschafft habt, die Hallen der Prüfung unbeschadet zu durchqueren. Aber hier sind größere Ereignisse im Gange. Das Haus hat möglicherweise seinen letzten Atemzug getan. Muss man einen Schluck Tee trinken? Was soll das heißen?
Die Rebellen haben sich auf einen törichten Marsch begeben, um Krieg gegen die Tuatha zu führen. Sie sagten, sie würden sich in einer Festung sammeln, die man die Halle der Gefallenen nennt. Ich habe versucht, sie davon abzubringen. Aber sie haben mich ignoriert. Ich habe versucht, sie zu warnen, aber sie haben nicht auf mich gehört. Für sie hat der Krieg begonnen, als ich König der Sorgen wurde. Und nun endet meine Herrschaft. Doch genau das will Sartonyn, Sterbliche. Ohne Führung sind die Rebellen leichte Beute für ihn. Somit ist es nun an euch und Taibre, sie zu retten. Geht klar, warum haben die Feinde rebelliert? Das Haus der Sorgen hat vor Jahren gezwungenermaßen einen Pakt mit den Tuatha geschlossen. Er besagte, dass das Haus vor den Tuatha sicher wäre, wenn es sich nicht in ihren Krieg einmischen würde. Darüber hinaus forderten die Tuatha, dass wir einen etwas entgegenkommenderen König ernennen. Einen, der den Pakt einhalten würde. Und so wurde ich erwählt. Ich wurde das Gesicht unserer Unterwerfung. Und als Sartonyn die Tuatha dann in den Kampf gegen uns führte, hatte das Haus keinen Grund mehr, auf mich zu hören. Wir müssen ihnen helfen. Es ist richtig, wir müssen kämpfen. Wir müssen ihnen helfen. Sartonyns Entscheidung, diese Rebellen auszulöschen, war eine Fehleinschätzung. Denn er hat nicht mit euch gerechnet. Diese Tatsache müssen wir ausnutzen. Sartonyn wird sich in irgendeiner Weise zeigen müssen. Geht nach Süden und bringt so viel wie möglich über ihn in Erfahrung. Tötet ihn, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Ich habe Taibre angewiesen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um euch zu unterstützen. Sie ist jedoch für diese Art von Arbeit nicht so geeignet wie ihr, Sterbliche. Gebt auf sie Acht. Wo finde ich die Rebellen? Sie sind in der Halle der Gefallenen. Rettet so viele ihr könnt, aber vergesst nicht. Noch wichtiger ist, dass wir so viel wie möglich über Sartonyn erfahren. Okay. Ja. Klingt ja spannend. Ja? So, Taibre, die kommt mit mir mit, oder? Ja. Ja, dann wollen wir mal wieder einfach zurücklaufen, würde ich sagen. Oh Gott, hoffentlich kann ich den... Das ist immer so dieses... Na, wie nennt man das halt? Naja, dieses Supporten für jemanden, da habe ich immer ein bisschen Schiss vor. Weil ich immer Angst habe, dass ich dann mitten im Kampf bin und selber kaum überlebe und dann, mir zu viele wegsterben. Aber mehr als versuchen kann man es ja nicht. Ich dachte eigentlich, da kommt jetzt was. Die Karte bitte. Ach, wir waren hier noch gar nicht. Oh, dann müssen wir natürlich uns hier auch erstmal durchkämpfen. Und sie ist schon wieder einfach vorgelaufen, oder was, Uschi? Schön, dass du so schnell bist und ich nicht. Und hier kommen immer so viele Gegner und da habe ich gar keine Lust zu. Ich will da jetzt schnell hin. Wir den komischen Schrein ja auch noch mal mitnehmen, wenn wir schon mal hier sind. Tyrdons Angriff. Ach, ist das schön. Ja. Laufen. So, ich glaube, jetzt kommen wir aber langsam in so ein Gebiet. Genau. Vielleicht war ich hier schon mal, aber wieso kommen hier voll die Gegner auf mich zu? Wow. Das sind nicht wenig. Scheiße. Ja, bash mich einfach weg. Ja, und ich habe auch kaum Tränke, das ist toll. So, ich brauche mal meine Mega-Power. Mega-Power! Boah, das ist echt böse. Ja, hallo.
Geh mal weg da! Ich stecke fest! Ich stecke im Boden! Nein! Nein, 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 nein! Ich will nicht sterben! Wie scheiße, 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 scheiße! Nein, nein, ich stecke fest! Was soll ich machen? Bitte, bitte, bitte! Mann, hau da ab! Warum stecke ich im Boden fest? Warum stecke ich im Boden fest? Ich will nicht im Boden feststecken. Mano, ich will weg hier. Ich bin für immer gefangen im Boden. Das ist so scheiße. Okay, ich glaube, ich muss mal speichern und neu laden oder so. Ich weiß nicht, was man da machen kann. Vielleicht mit der Karte wohin reisen. Aber ich bin jetzt so weit gekommen und das ist auch scheiße. Oh Mann, warum? Warum? Das ist so dämlich, echt. Oh, ich werde das jetzt hier abbrechen und neu laden bis zum nächsten Part, weil der Part ist sowieso um und dann laufe ich da hin und... Oh, Bodenfeststeck, Fluch, Bug, blöd. Tschüss.